Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia Halloween Edition. Wir grinden, bis wir alle Kürbisse haben. Geil. Geil, ich habe direkt einen Titel für dich, Marco. Easy. Erster ist, wir grinden Kürbisse. Zweiter ist, wir grinden noch mehr Kürbisse. Dritter ist, wir grinden so richtig viele Kürbisse. Vierter, Kürbisse, Kürbisse, Kürbisse. Fünftens und nu. Danke. Kürbisse. Geil, ne? Hm. Geil. Was wollten wir nochmal spielen? Oh Gott, ey. Tut mir leid. Bin durch. Weiß nicht. Ich bin durch. Ah. Oh, Tim will sich übrigens einen Staubsaugerroboter holen. Ja oder nein? Schreib's in die Kommentare. Lass doch die Zuschauer entscheiden. Entschuldigung, war das gemein? Ich wollte nicht gemein sein. Ich dachte, es wäre witzig. War's nicht? War witzig. War sehr witzig. Ich fand's sehr witzig. Ich musste gerade den Titel ändern, deswegen. Du warst gerade abgejagt. Keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich? Ja. Ich hab gesagt, weiß ich gar nicht mehr, mein Gehirn ist leer. Achso, ja, ich meinte, Tim kauft sich einen Staubsaugerroboter. Schreibt's in die Kommentare, ob's eine gute Idee ist. Haha, ja, lustig, lustig. Ich hab sicher alle auf meiner Seite eine Idee. Ich weiß nicht, come on, 700 Euro. Ja, yeah, schreibt Marco. Marco ist auf deiner Seite. Aber Marco ist auch ein bisschen Ballerballer. Nee. Lade euch mal ein hier. Ich weiß also nicht. Ich hab nicht gesagt 700 Euro, ich hab gesagt 799 Euro. Alter, 800! Seid ihr denn sind total Ballerballer? Und das ist noch, also es ist, geht, also theoretisch kannst du die Pro-Variante für bis zu 1,5 oder so, 1,3. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, Tim. Also das Ding ist halt, wenn du reich wärst, so ein reicher Arsch, ne? Fein. Aber es gibt halt einfach so viel, weiß ich nicht, vernünftigere Investitionen. Kukri zum Beispiel. Weiß man ja nie. Ja, ja. Kukri und Feuer, Stahl. Ja, weißt du nicht, kann man ja auch zu Hause auf dem WC nutzen, haben wir gehört. Auf dem WC? Eine Kukri? Ach, zum Abschneiden. Ja. Mhm. Aber Feuerstahl, ich habe ja geguckt, das billig, du kriegst 10 Euro. Wie lange hält so ein Feuerstahl eigentlich? Wie viel können wir, wie oft können wir da so finden? Boah, keine Ahnung. Irgendwann wird es sicher mal durch sein. Aber nochmal, was hast du gefragt? Der Feuerstahl ist ja irgendwann mal durch. Ja. Echt? Also weil du immer was abreibst davon, oder wie? Ich ja, aber du tust ja quasi dieses entzündende Material, tust du quasi ja. Ja, aber wie oft musst du reiben, dass es halt sich wirklich abnutzt? Das war meine Frage. Keine Ahnung, das ist die Frage. Ach so, ja, habe ich nicht mitbekommen. Ich war gerade am Handy, ja. Wow. Könnt ihr. Ja, Mann, ey, ich kriege Nachrichten. Ich bin halt Pseudo-Fame. Ja, mach mal Lobby. Hab ich schon und Gold habe ich auch schon geschickt, aber ihr Penner, ihr guckt ja nicht. Und ich habe auch gerade schon gesagt, ist schon offen, aber Mr. Marco Breaker wollte nicht zuhören. Was sagst du? Ja, im Phasmo-Channel. Hab ich doch. Ja, hab ich im Phasmo-Channel. Jetzt kam es an. Guck mal, ich muss immer mit solchen Leuten arbeiten. Wisst ihr, wieso es das Irrenhaus heißt? Mimi. Ich gleich ein Mimi in deine Nase. Stellst du die Tat an? Mute mich jetzt hier. Du hörst dich gleich gestresst an. Ja, Mann! Von allen Seiten. Wieso? Ich kann nicht zwingen gleichzeitig. Ich weiß auch nicht. Du laberst Mist. Du laberst Mist. Außerdem will ich halt lieb sein und antworten. Ich mute mich jetzt hier im Discord. So. Ist ja in Ordnung. So. Wieso muten sie sich jetzt im Discord? Weil ich einfach keinen Bock mehr habe, mit euch im Discord zu reden. Warte, machen wir Prison? Machen wir es hart? Wir suchen den Kürbis in Prison. Oh. Aber ich meine nicht fortgeschritten, sondern Anfänger. Dann mit Herausforderung oder was? Nur die Harten kommen in den Garten. Nee, nicht mit Herausforderung. Ja, dann mach doch Albtraum. Nein.
Nee, danke. Nee, danke. Mache das jetzt chillig. Habe ich schon hinzugefügt? Okay. Oh ja, ich habe schon hinzugefügt. Ja, wir haben die guten Taschenlampen. Ja, ich habe die gesponsert. Boah, das ist ja. Weil ich einfach so, ich bin das Gegenteil von einem Kameradenschwein. Du hast auch letzte Runde überlebt im Gegensatz ich bin zu mir, als so. Ein so Kameraden, echt? Nein, wir alle sind gestorben, oder? Kameraden. Und bei der letzten Runde bin nur ich gestorben. Weil das war die allerletzte Runde. Achso, stimmt, weil du der Laberfürst bist und wir hatten den Laberfürstgeist. Ja, das stimmt. Weißt du, wenn du immer, wenn du im Haus bist, bla 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 bla. Und dann haben wir halt mal diesen Laberfürstgeist am Start, der einfach Leute tötet, die einfach nicht aufhören, die Klappe zu halten und du bist einfach richtig gut dabei. Da ist er sofort tot. Da war tatsächlich sofort tot. Ich hab gar nicht so viel geredet. Ja, Sanity Pillen haben wir noch gar nicht. Ja, warte. Oh doch, guck mal. Das nächste Level tust freischalten. Ja, dann du uns mal Alkohol kaufen. Ja, habe ich schon. Das habe ich schon eigentlich nicht zu. Ja, wir sind noch nicht alt genug. Wie kannst du uns ein Fläschchen holen? Aber müsste eigentlich drin sein, oder? Ja, aber das Ding ist, wenn ich jetzt hinzufügen drücke, dann drücke ich noch einmal. Also dann füge ich noch einmal alles hinzu. Und ich habe Bock zu sterben. Ach, kein Bock zu sterben. Ja, nee, du musst. Drück mal plus, plus, plus. Und dann machst du auf. Jetzt habe ich alles doppelt von mir reingehauen. Na, aber Sanity-Medizin hat nicht funktioniert. Nee. Du hast falsch gemacht. Ach, ich muss die noch kaufen, deswegen. Ja, wenn du keine hast. Also das, ja, das Kistensymbol oben ist, wie viel du im Lager hast bei dir. Guck mal, ist jetzt, guck mal, das funktioniert? Immer noch nicht. Nee. Nein. War ich mal hinzufügen? Du musst oben links auf Shop-Lager gehen. Jetzt haben wir Sanity-Medizin da. Jetzt habe ich alles doppelt drin. Ich habe zwei Stative, zwei Schallsensoren, vier Sanity. Boah, ich bin so richtig nett, Leute. Ich bin so ihr habt das gar nicht verdient, ihr Schweine. Ihr habt das gar nicht verdient. Was? Warum? Was habt ihr gemacht? Du hast mich beleidigt und du auch. Laber gewusst, denn der liegt. Warte mal. Welche Laberfürstin hatte ich vor 10 Sekunden noch ein bisschen Laberfürst genannt? Du bist gestorben, wegen weil du Laberfürst bist. Deswegen, dich hat der Laberfürstgeist gemurkst, weil du einfach nicht deine Bubble gehalten hast. Hallo, da war ich schön still. Okay, nice, ich bin auch ready. Hi, Rumsi. Ihr seid schon bescheuert. Ohne Witz. Ohne Witz. Das hier werden Leute sehen, die uns nicht kennen. Und diese Leute werden denken, ach du Scheiße, das ist ja so eine toxische Freundschaft. Die müssen einfach nicht. Das werden so übelst einfach verarschen. Ja, das sagst du jedes Mal, um es zu entschärfen, damit die Leute nicht denken, dass das nicht so schlimm ist, wie es eigentlich ist. Ach, geh heulen, Marco. Ja, tue ich auch gleich. Das stimmt nicht. Wenn, dann kotzt du. Du bist nicht der Heuler, du bist der Kotzi. Nee, dafür habe ich nichts gegessen. Aber wir sind ja die Kotz-Gang, das passt schon. Wir sind die Kotzi-Gang. Und da weiß auch keiner, was gemeint ist, aber Leute. Wenn ihr wisst, bei zwei von drei Personen war es meine Schuld, quasi. Oh mein Gott, ja, du bist einfach der Kotz-Verursacher. Hallo Tim. Ich hab gemeint, ganz ehrlich, es ist total witzig. Jeder, der, keine Ahnung, uns mal auf YouTube oder so findet und unseren Stream guckt, wird einfach denken, was zur fucking Hölle ist das für eine toxische Freundschaft? Und die werden einfach gar nicht checken, dass wir uns einfach so übelst einfach aufs Korn nehmen. Checken das nicht. Die werden einfach denken, wir hassen uns alle so gegenseitig. Und die werden uns aufs Übelste blamen. Aufs Übelste. Ich glaube, ich nehme Knicklicht. Willst du die GoPro nehmen? Ach, nimm du mal, Marco. Ich hab Angst. Das solltest du echt nicht. Tim ist, glaube ich, unser bester Kandidat. Ich sterbe auch noch vor Tim. Also, ich glaube, wir beide sollten das nicht machen. Ja. Aber es war das Karma, was bei dir reingehauen hat, muss man ehrlich sagen. Er ist so, ist so. Es ist wirklich Karma. Es ist halt wirklich Karma. Ich bin positiv Karma. Guck mal, der Geist reagiert auf alle, das heißt, wir können auch zusammen sterben, das ist okay. Ja, lass mal zusammenlaufen. Wir suchen einfach zusammen den Rödel. Knicklicht und Kamera. Notizblock und. Wie geht's dir, Rumsdi? Nehme ich noch das Thermometer mit. Ich habe jetzt gerade so richtig Bock auf so eine richtig geile Rückenmassage. Oder so eine heiße Zitrone mit Ingwer. Ich glaube, nach der Runde mache ich mir das kurz, okay? Brauche ich so eine richtig geile heiße Zitrone. Mache ich mir dann aber auch kurz so eine Zitrone. Ja, eine Rückenmassage muss ich leider selber machen.
Lass leider meinen Schnucki gerade beziehen. Ja, muss ich noch ein bisschen warten. Oh, ich freue mich so auf den Massagestuhl, aber, den ich krieg. Ja, wollte ich gerade sagen, du bekommst ihn nicht, aber bald Weihnachten. Oh, das wird das beste Weihnachten der Welt. Ich meine, ich habe seit Jahren nicht mehr das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Seit Jahren. Das wäre das erste Mal. Und ich wünsche mir schon ewig eine VR-Brille und es ist einfach bald dann soweit. Marco ist einfach unser Weihnachtsmann. Ja. Oder Marco, ich überlasse dir die Entscheidung. VR-Brille oder Staubsaugerroboter, das ist du hast, ich glaube nicht, Thema. Dass du jetzt noch handeln darfst. Okay, also, Prio hat erstmal der gemeinsame Kürbis. Achso, ich wollte gerade sagen, Prio hat erstmal die Feuerbrille. Ja, was sind das für riesen Handschellen? Die sind für die Oberschenkel. Ganz ehrlich, sehr viel effizienter, wenn der weglaufen will. Ja, gut. Alter, hier sind 20 Grad drin. Ja, richtig geil gerade. Ja, einfach die Heizung angelassen. Richtig geil. Nee, wir sind einfach in einem warmen Gebiet. Ja. In unserem Auto waren es 5 Grad. Ja, weiß nicht. Da haben wir halt die Klimaanlage zu hart aufgedreht. Aber hart. Oh mein Gott, ja. Einfach halt Umweltsünder. Das ist halt oh mein Gott, stellt euch einfach mal vor, wir sind voll die Trottel und haben einfach, wir kommen einfach nicht klar mit der Klimaanlage. Haben wir volle Pulle gedingst und dann frieren wir. Und siehst du nur so 4 Idioten einfach. Wir Geister sehen. Ja. Ganz ehrlich, hier den Kürbis zu finden. Ich hab den Spiegel geschlagen, der ist jetzt kaputt. Oh ja, sorry, war ich. Das war so eine Gewalt, so eine Frustrationssache. Beherrsch dich mal. Aber gegen sorry. Was ist eine Frustration? Hater, die Hasskommentare, die ich ertragen muss. Warst du gerade auf dem Klo, hast wieder das Handy in der Hand gehabt, hast den nächsten Kommentar gelesen und dann konntest du auch nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Dann eigentlich stand sie da vor dem Spiegel. Die Mascara am runterlaufen. Achso, ja, dafür müsste ich ja geschminkt sein, aber ich sehe einfach ausgelutscht aus. Schminken, pipapo. Ja, du hast dich ja hassgeschminkt wegen den ganzen Hasskommentaren. Achso, ja, hassgeschminkt. Ja. Also so, um den Leuten zu zeigen, ich bin toll oder so. Weißt du, was mich mal. Und dann hast du den Spiegel geschlagen. Was denn? Ja, genau, so ist es gewesen. Die ganzen Maps bei Tageslicht einfach mal zu sehen, um die zu erkunden. Ich weiß nicht, ich glaube, dann wird das hier ziemlich hässlich aussehen. Hier, so sieht es aus, bitte sehr. Warte, der Strom ist an, cool. Ja, das ist Anfänger. Ja, ist Anfänger. Richtig geil. Aber es ist ja witziger mit Taschenlampen. Dann kann es nämlich ausgehen. Genau, witzig. Falls wir irgendwas merken. Ihr habt das gehört, ne? Das war der Tim. Hm? Ach Tim, du kannst mich mal. Oh, ich dachte, ich habe den scheiß Geist gehört. Oh, Tim, das hat schon früher funktioniert. Wieso falle ich da immer noch drauf rein? Oh, spricht nicht für mich. Verdammt. Ja. Spricht nicht für dich. Hier ist auch nichts. Oh, ich habe den Kürbis gefunden. Er ist unten. Ja. Geil. Weil wahrscheinlich ist der Geist auch unten. Hier oben ist da keine Party. Und ja. Also in der Nähe der Cafeteria. Ich würde auch mal so auf geöffneten Sachen. Ja, aber wir haben ihn gefunden. Das ist doch erstmal. Das ist mal eine Leistung. Also ohne Witz, das haben wir gut gemacht. Guck mal, und hier geht's auch direkt weißt runter. Du, wo du hinrennst oder läufst du? Ja, ich weiß, wo ich hinrenne. Runter. Warum? Woher weißt du das? Ja, weil die Cafete doch unten ist. Weil ich mir den Plan hier angeguckt habe. Achso. Du bist vorbereitet. Natürlich, im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich bin einfach nur ins Auto eingestiegen, als ihr gesagt habt, komm mit. Ja. Zur Arbeit. Ja, aber ich will mich doch hocharbeiten. So. Der müsste hier drin sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da, den da, da ist er. Oh, ich bin so großartig, ne? Ich bin so großartig. Blub. So, dann schreiender Schädel. Fallen. Ja. Aber der muss in den Van, steht auf jeden Fall in dem Ding. Also einer von uns muss etwas wieso, fallen lassen. Als du gestorben bist, hat es ja auch geklappt. Stimmt. Muss einer wirklich dabei haben. Ich glaube, einer muss es dabei. Nee, es hat auch gestorben. Als wir alle gestorben sind, hat es auch gezählt, glaube ich. Okay. Ja, dann lasst mal hören. Also, sollen wir das jetzt da liegen lassen? Oder? Ja, oder? Könnt's ja mal liegen wir können das ja nachher einsammeln, ja. Ja. Das ist natürlich dann auf der größten Platz. Nee, ich würde da schon den Van mitnehmen, da will ich nicht. Will ich besser safe than sorry machen. Ja, ich würde ne? Würd hier erstmal nicht reingehen und die andere Seite checken, weil ich glaube. Mein MFA aus.
Die ganze Zeit? Nein, jetzt nur gerade. Achso. Warte, bleib mal bitte stehen und ganz still einmal bitte. Gib uns ein Zeichen. Wäre cool, wenn ihr nicht hier an eurem Mikrofon rumkrauschelt hier. Gib uns ein Zeichen. Ich hab nichts gemacht. Es ist Marco. Marco, man hört deine Maus. Man hört die. Gib uns ein Zeichen. Ah, I swear to God! Ich geh auf die andere Seite. Da ist der bestimmt. Ich geh! Der Server ist das Irrenhaus. Ich wundere mich, wieso. Und die rennen mir auch noch hinterher, ne? Oh, will ich hier gerade fliehen vor denen? Was denn? Tschüss! Ah! Oh! Hey, warte, halt mal die Tür auf! Die ist doch nicht auf. Die ist einfach nur schwarz an der Seite. Durch? Weiß ich nicht, bist du schon tot? Die war gerade verbuggt. Oh, du bist schon tot. Hallo, Lucien! Die war gerade bei mir wie eine Schiebetür zur Seite geschoben. Echt? Oh. Ja. Ich fürchte, war ein Bug, leider. Also. So, okay. Gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen, gib uns ein... Oh! Wo? Hier? Hier, ja. Oh, tatsächlich. Ich gucke mal nach Orbs. Ich hab die gerade zugemacht. Bist du da? Wie geht er auf alle? Wie alt bist du? Ja. Nochmal Hallo Luschen. Na, alles gut bei dir. Hast du Freunde? Und deswegen stirbt Tim einfach. Willst du Freunde? Hast du Freunde? Nein, hast du keine Freunde? Oh, das tut mir aber leid. Bist du unbeliebt? Nein! Er ist unbeliebt. Also, I swear to God. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Mach die Tür auf, mach die Tür zu. Hey, Tap, wie geht es dir? Auch gut. Der Geist mag uns. Ich habe nur ein bisschen Angst wegen meiner Kollegen tatsächlich. Ich glaube, die wollen mich abgemurkst sehen. Not sure. Das ist nicht wahr. Ich war menschensehrlich. Tja, ich weiß nicht, was ich bevorzuge. Okay. Ehrlich, also, ich bleib dann lieber auf Marcos Seite, er will mich immer noch lebend sehen. Ja. Aber wahrscheinlich, um mich weitere Jahre zu foltern. Anders, sonst verlaufe ich mich ja hier. Was? Du hast ja anscheinend Ahnung, wo es hier lang geht. Ja, natürlich habe ich hier Ahnung. Mach die Tür zu. Siehst du das nur zwecksmäßig? Könnt ihr mal kurz hier, gibt es hier irgendwo einen Lichtschalter für diesen Rödel hier? Ja, ich würde dir gerne hier das Licht anmachen für Fingerabdrücke, dass ihr das Licht ausmacht. Es ist halt hier. Ich muss halt irgendwie Fingerabdrücke sehen. Achso, dann mach die Tür auf. Gib uns ein Zeichen. Das macht er doch nach einer Zeit automatisch. Also irgendwann hast du automatisch irgendwo Fingerabdrücke. Ja, dann lasse ich das hier erstmal liegen. Boop. Ja, lass es. Und das hier auch. Wir gehen mal weiteres Equipment holen. Das ist okay. Ein Grad. Dann schmeißt das mal hin, dann sammeln wir mal richtig viel Equipment. Das ist nämlich, ein Grad ist nämlich schon eigentlich ziemlich hart an der Grenze. Das stimmt. Ja, da habe ich was gehört, aber ich bin raus. Oh, schaut mal, was hier liegt. Ein Schädel. Wo ist denn der Fotograf? Ja. Ja, ich komme dazu. Darf ich dir das Becken dann einsammeln? Ich glaube, das Becken habe ich noch nicht. Kannst du gerne. Geil, für meine Sammlung. Ich? Ja, schon, aber es ist nie verkehrt, ein Ersatzbecken zu haben. Wo soll ich denn meine Hände waschen? Ja gut, mit dem Alter, ne, ist das ja immer so eine Sache. Ja, wie gesagt, ich muss auch Hände waschen. Hat jemand schon eine Videokamera? Ja, liegt da sogar schon. Dots, habt ihr den Dots mitgenommen? Ja, anscheinend. Ich hab, also. Ich kann auch nochmal eins mitnehmen. Nur mal hier, große Party. Also, ich hab einen Kruzifix und Dots.
mit. Soll ich mal Salz mitnehmen? Nehme ich Salz mit. Ja, Mama. Was ist denn die Aufgabe? Kommt drauf an. Keine Ahnung. Zeuge eines Geister, EMF. Und Räuchern. Okay. So neben dem Becken posen? Ja, warte. Tsching! Dankeschön. Kommentiert ja mal in den Chat, wie ihr das gerade gefunden habt. Wie nur 3 Sterne. Geht das nicht bis 4 oder 5? Ey, ich hab richtig hübsch geguckt. Ich hab voll den süßen Beckenblick drauf gehabt. Ja, aber das Problem ist halt auch. Das Problem ist, es war halt kein guter Fotograf am Start. Deswegen ist das Foto nur 3 Sterne. Tim teilt heute einfach aus. Tim ist einfach heute unser Austeili. Müssen wir einfach alle durch jetzt. Ja, dann müsst ihr alle durch. Aber Marco hat gesagt, dass es so wenig Sterne drauf sind, weil ich drauf bin. Ist auch nicht besser. Das stimmt. Alle sind Fakten. Also aber hast du denn deinen morgendlichen Flex gebracht heute? vor der Kamera. Im Studio. Hast du es nicht gefilmt und auf Instagram gepostet oder TikTok? Hey, was bist du für ein Sportdude? Hey, ich dachte immer, alle Leute, die Sport machen, posen mindestens einmal vorm Dingenskirchen rum. Ja, oh mein Gott! Leute, da war. Kannst du die Dots aufstellen? Auf den Tisch hier oder so? Oh mein Gott. Er hat die Tür aufgemacht. Ja, ich bin da. Machen Sie die Tür zu, ey. Keine Fingerabdrücke. Schreib ins Buch. Aber ich bin mir sicher, ich habe mit dem Dotsding gerade was gesehen. Ja, ich glaube auch. Deswegen, du kannst es mit F auch platzieren auf dem Tisch. Wollte ich das mal und dann kann man es durch die Kamera mal angucken. In Sicherheit. Ja, aber ich habe so gesehen, tatsächlich. Ja. Macht mal Lampen aus, bitte. Macht mal euer Licht aus. Ja. Marco? Gut. Ja, aber halten ist geiler. Ich halte. Okay. Bleib mal auch stehen. Sag doch nicht in mein Dotti. Ja, du bist hier in mein Dotti gelaufen. Beweg es auch nicht. Doch, du bewegst es. Hey, ich bewege es halt ernsthaft nicht. Jetzt ohne Scheiß. Ja, bei mir bewegt es es. Ja, okay. Warte, was war. Ach, das war mein Atem. Ja, okay, aber dann. Es bewegt sich ja echt voll stark. Also, ich bewege es halt ohne Witz nicht. Also, kein Scheiß. Ja, das ist einfach nur die Animation. Ich glaube, das ist halt die Animation. Ich habe es hier nochmal auf den Tisch gelegt. Doch, da war er wieder. Nee, das war Atem, oder? Das war atemfürchtig. Nee, das war groß. Du hast ihn laufen sehen. Mach mal bitte deine Taschenlampe aus, Marco. Nee, das war eine gute Position. Lass es bitte stehen. Und mach mal dein Licht aus, Marco. Mach mal deine Taschenlampe bitte aus. Danke. Gucken wir mal. Die Leuchtleistung von dem ist halt echt niedrig. Also die Pünktchen gehen bis hier hinten, wo ich stehe. Ah. Oh! Das Licht leuchtet in einem gewissen Winkel. Das blendet mich irgendwann. Abgefahren. Ja, okay, aber hier sehe ich tatsächlich nichts. Ja, dann änder mal doch die Position. Ja, mach mal. Warte! Er hat gejagt! Ja gut. Ja gut. Wir sind schon am Lachen. Ja, ich dachte, der ist nur erschienen. Ja. Wir können das hier durch die Kamera betrachten. Ich gehe jetzt Sachen holen. Tschüss! Ja. Schreib in das Buch. Warte, ist hier ein Buch? Hier hinten, ja. Ich weiß nicht, warum das da hinten ist. Schreib in das Buch. Jetzt. Ein EMFi brauchen wir noch, ne? Das liegt hier. Warum liegt hier unten eine GoPro? Weil das Tims GoPro ist. Oh, ich hab die anziehen können. Ich hab sie. Nice. Schreib in das Buch.
Schreibe in das Buch. Im Effi. Schreib in das Buch. Wo ist denn das Buch schon wieder? Er geht aber auch nicht durch das Salz, ne? Hast du das Buch weggenommen? Ist es weg? Das Buch ist weg. Nee, das liegt unten auf dem Boden, ja. Wo denn? Ach da, schreib in das Buch. So ein bisschen Angst ist auch drauf zu gehen. Ja, schreib in das Buch. Drin. Wahrscheinlich. Aber es ist mal wieder der Beweis, dass schon wieder der Laberfürst geholt worden ist. Schreib in das Buch. Und er kann sich nicht wehren. Schreib in das Buch. Geht gar nichts. Ich darf mal hier mit dem EMF hier rum. Temperatur? Nee, hatte ich tatsächlich auch nie. Aber es liegt hier, glaube ich, irgendwo. Es ist immer noch ein Grad. Also die ganze Zeit nur ein Grad. Das geht nicht mehr. Haben wir noch irgendwas, was wir... Das Ding ist halt, es ist nicht einmal der Geist erschienen hier. Das ist Tim. Ja. Schmeiß da die Dinger. Oh mein Gott. Okay. Oh, 5. Das war kurz auf 5. Das war kurz auf 5, ja. EMF 5. Lass mal raus gerade, ja? Ja, okay. Ich hoffe, die Kamera ist gut platziert. Ja, sollte. Sie ist ja auf dem Stativ. Ich weiß nicht, können die sich dann drehen? Nee, glaube nicht. Nur mit dem guten Stativ? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Gucken wir mal, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wird. Eins kann sich auf jeden Fall was wird. Und eins kann sich auf jeden Fall drehen. Hm, okay. Jagd. Scheiße. Ah. Okay. Meine Güte. Du hast gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Das ist schrecklich. Ja, das stimmt. Also sonst hat ja mal die Lampe so gedings. Ja, jetzt sind wir noch in der Nähe. Ja. Wir haben auch 0 Zentimeter hier. 17%. Ja, aber wir haben ja jetzt diese geilen Fläschchen hier. Auf Ex. Prost, Mann. Prost. Ja, warte. Oh, geil. Wie macht der Bär? Leer. Das ist unsere. Nimm mal Licht aus, bitte. Das war schon die richtige ausgewählte. Das ist. Hä? Ich hab die richtige ausgewählt gehabt. Ich hab gar nicht gedrückt. Ich hab nur. So, warte, das ist die das falsche. Ist, das, ist aber auch eine das war die Kamera. Nicht. Das war die nicht. Hast du die angemacht? Natürlich habe ich die angemacht. Aber die ist nicht mehr an, ne? Aber guck mal, das ist genau in unseren Raum rein. Schau mal. Was ist das? Ja. Ja. Siehst du? Vielleicht sehen wir von hier irgendwas. Zumindest keine Orbs. Aber was hatten wir jetzt? Wir hatten EMF, jetzt EMF und Geisterbox, ja. Das könnten Gespenst sein, allein dadurch, dass keins von dem scheiß Salz macht. Oh, nur. Was wäre Gespenst? Es sind Dots tatsächlich, das, was wir vermutet haben. Könnte passen. Ich meine, wir hätten das zweimal gesehen, als du es gesagt hast und danach habe ich es. Ja, einmal dachte ich, hätte ich auch gesehen, aber das Ding ist, den Atem habe ich halt auch ganz oft gesehen, leider. Was ist denn bei einem Gespenst? Sagst du nichts. Ja, aber Atem, das sieht so aus. Nein, Atem sieht so aus, wenn es vom Dots angeleuchtet wird, dann leuchtet das genauso grün, als wäre das ein Mensch. Das ist sehr, sehr groß. Das war das. Ach so, das meinst du. Beim einmal habe ich... Ja, genau. Und bei einem dachte ich, das wäre es, und dann war es mein Atem. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Mhm. Gespenst berührt fast nie den Boden, weshalb es nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Schwächen haben Angst vor Salz, werden alles tun, um nicht damit in Berührung zu kommen. Einer der gefährlichsten Geister fliegen durch Wände. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, nehmen wir mal ordentlich Salz und ich nehme mal einen Kruzifix mit. Nimmst du auch noch das Salz da? Sanity haben jetzt wie viel? Ich lasse das mal hier, ne?
Lass uns mal noch ein Sanity nehmen, ja? Wir müssen auch räuchern, müssen wir noch. Während einer Jagd. Okay. Nee, kein Bock. nimm mal das letzte Sanity, bitte. Ja. Nimm mal das gute Sanity. Wie macht der Bär? Okay, du hast Salz, ne? Ja, hab ich. Aber lass doch Doppelsalz mitnehmen. Soll ich mir das reinhauen schon? Ja, du sollst jetzt reinhauen, ja. Und dann wieder das Salz nehmen. Genau, weil das braucht tatsächlich eine Zeit, bis es aufgeladen ist. Okay, los geht's. Ja, bis man durch die Tür durch ist. Genau. Keine Sorge, wenn du stirbst, ich mache ein super Foto von dir. Geil. Aber dann lasse ich dich hier zurück, sorry. Da hatte ich früher tatsächlich immer Angst, weil ich wurde schon ein paar Mal vergessen. Ich habe immer richtig viel Geld reingeblättert hier in das Equipment und dann bekam ich kein Foto. Dann war ich arm. Nee, ich versuche es. Und dann schmollte ich immer noch so ein paar Dinger. Dein letzter Modelakt, das geil. Ups. Was, nur zwei Dinger sind da drin? Ich hätte mal drei. Ja. So, das wollte ich auch noch hinwerfen. Schreib in das Buch. Achso, Dots, ne? Ich guck mal, wieso die Kamera nicht an ist. Mit G, ne? Nee. An. F. Die geht automatisch aus. Aber die ist an. Die ist an. Ich habe mal einen anderen Winkel gemacht. Thema Langeweile, Stapelsachen. Wir haben jetzt zwei Dots oder nur ein? Nur eine. Aber von hier sollte der Winkel auch ganz gut sein, oder? Eigentlich. Dann lass doch mal rausgehen. Weil wir müssen ja auf das Salz gucken, ne? Ja, der tritt nicht durch, glaube ich. Also. Ist da halt gerne, ob der da ist. Da bräuchten wir halt so einen Bewegungssensor, also um zu wissen, dass der da ist. Da haben wir kein Geld für. Ja. Ein bisschen Aktivität habe ich hier. Der wird schon hier sein. Es ist ein Gespenst. Wahrscheinlich. Wir denken, das ist ein Gespenst, Tim. Tim ist hier die ganze Zeit die Bücher am Machen. Ja. Ein bisschen bewegt sich hier auch das Sanity Lulu. Der hat ja Angst vor Salz. Ja. Sollen wir dann draußen vielleicht noch den Zettel holen, oder? Ach so, ja. Ja. Der ist hier. Hier und dann rechts irgendwann. Mach ich noch ein Bild von dem Kürbis. Ah, voll cool, dass wir das so schnell gefunden haben. Adlerauge. Easy. Ja, das wird ein Gespenst sein. Wir denken, das ist ein Gespenst, Tim. Also Dots, Geisterbox und ich weiß jetzt das letzte nicht mehr. EMF. EMF. Tim, du hörst uns, ne? Ja, okay. Okay, du musst mich nicht gleich beschmeißen, hallo? Ja gut, ist ein Gespenst. Dann lass uns mal Hieronymo-mäßig Gespenst sagen. Wir sagen jetzt Gespenst, gehen raus und fahren nach Hause. Chaka. Chaka. Oh, der danke sehr. Freue mich auf eine heiße Zitrone. Bravo. Bravo! Hast du Gespenst ausgewählt? Ich guck aber trotzdem mal. Unsere Kamera funktioniert nicht. Ah doch, hier. Guck mal. Ja, das ist sie. Kann man ja gucken, ob wir per Zufall jetzt auch noch so ein Dots-Ding sehen. Hör mal kurz auf, Tim, bitte.
Okay, kannst weitermachen. Mach da alles, dass ich nicht zweimal sagen. Ja, Gespenst wird richtig sein. Also dort sehen wir zwar nicht, aber es wird schon richtig sein, oder? Ja, Geronimo, lass mal los. Dieser kleine Dotz-Lulu ist einfach scheiße. Ich starte, ja? Ich starte. Ja. Kann ich? Ein bisschen Angst habe ich, ja. Aha. Finde ich ja mal geil, dass wir das durch unsere großartige Kombinationskunst geschafft haben. Ja. Also wenn das nicht mal Träumchen ist, weiß ich auch nicht. Tim? Hm? Hi. Sorry, dass du draufgegangen bist. Wir haben halt leider nicht bemerkt, dass der Hans ist und dann ist halt ja, das, wir dachten halt alle, das wäre ein Event. Jetzt ohne Spaß, ne? Dachte ich auch und dann so, scheiße! Ja, ich hab dich nur so gehört und dann war's das. Das war schon echt ärgerlich. Ich hab da jetzt $400 für bekommen. 400? Bonus für die Ermittlungen. Bonus für Ermittlungen alleine $175. Und das auf Anfänger. $125. Oh, hä, es gibt zwei Camps, jetzt ohne Witz, das wusste ich gar nicht. Maple Lodge Campsite gibt's und Camp Woodwitz, es gibt zwei Camps. Seit wann? Das sind die gleichen, das eine ist bloß ein bisschen größer. Oh, ich habe jetzt auch Haken bekommen. Ah, okay, also es funktioniert. Für Prison. Ah, okay, sehr gut. Dann würde ich jetzt Camp Woodwitz habe ich schon. Nice. Das finde ich aber geil, dass das zählt, dass man sich das rumgeben kann. Das alleine war schon echt kacke. Ja. Machen wir gleich auch für euch noch eure Dinger, ne? Also wo ich dann egoistischerweise die alleine bekommen habe. Aber wäre das okay, bevor wir starten, dass so eine richtig geile heiße Zitrone würde ich gerne machen. Mach das. Welches Level habe ich denn? 19. Okay, dann lass uns mal eine heiße, richtig geile heiße Zitrone Pause machen. Ich habe aber gleich alleine. Macht euch mal eine heiße geile Zitrone. Okay. Ja gut. Dann bis gleich. Good day.